Welcome to Fibbage. My name's Cookie. Let's see what your names are. So, der Code ist wie immer unten rechts. We are bursting at the seams, people. Suck it in. Oh, and if anybody else wants to join, they can get in the audience at any time. Audience people can play along for their own personal scores and can like their favorite lie each question. Let's do this. So, Runde 1, 500 Punkte, wenn jemand seine Lüge nimmt und 1000, wenn man die richtige, die Wahrheit findet. A defibrillator, which removes all but two answers on any question. Save it for a tough one. Alright, pick a category. Lucario wählt die erste Kategorie aus. Unlimited. Okay, here's your first question. According to Norse legend, warriors in Valhalla get unlimited blank from a goat named Hadrun. Wenn man der nördischen Legende glauben kann, bekommen Krieger in Valhalla unendlich viel von einer Ziege namens Hadrun. Alkohol, Riddles, Goat, Sexual Stamina, Goat Shit, Milk, Whiskey, Dreams oder Money. Ist eigentlich zu offensichtlich. Also ich denke, Milch ist zu offensichtlich. Ich habe Gold ausgewählt. Verdammt, das war eine Lüge. Yoka ist Lüge. Gern geschehen. Du kriegst 500 Punkte, dank mir. Träume wurden von Stilau ausgewählt. Das war eine Lüge von denen. Du verlierst 500 Punkte, Stilau. Sehr guter Start. Ja. Sexual Stamina wurde von Twamsix ausgewählt. Und das war Hekes Lüge. Immerhin, Heke kriegt 500 Punkte. Hätte ich jetzt nicht eine von denen ausgewählt. Lucario hat Ziegenscheiße ausgewählt, das war Trekkies Lüge. 500 Punkte auch für ihn. Milch wurde ausgewählt von Heke und von Max. Und das war Stielaus Lüge. Milch war mir zu offensichtlich, deswegen wollte ich sie nicht nehmen. Es war aber auch die Antwort von Trumpstick. 1000 Punkte auch für ihn. Wow, some kind of a mind meld there. Was war jetzt die richtige Antwort? Wirklich. Alkohol. Ich war so nah dran mit Whisky. Ich hätte einfach nur Alkohol auswählen sollen. Ja gut, Whisky passt auch nicht ganz ins Nordische. Ja, aber ich hätte ja trotzdem, also... Du hättest Alkohol auswählen sollen. Mann, das war eigentlich so offensichtlich. Tendenziell war ich ja richtig. Ärgerlich. Drei Farms ab für Ding, für Yokai. Die Zuschauer haben die Milch noch ausgewählt. Wow. Wir nehmen jetzt hier Peace. Was habt ihr jetzt davon? Wir nehmen jetzt Erbsen. While speaking to British magazine Hello, Black Eyed Peas' Will I Am was quoted as saying, "Let's fast forward to 2060. I'll be like 90. The world is different. I don't know if there's blank." Ja, während er mit dem britischen Magazin Hello gesprochen hat, hat Black Eyed Peas Will I Am gesagt und wurde zitiert, lasst uns vorspulen bis 2060, da bin ich 90, die Welt wird anders sein, ich weiß nicht, ob es da noch geben wird. Oh, bisher nur 4 Antworten abgegeben. 5. Ob es noch Interesse in unsere Musik gibt, Schwarze, Thunfisch, Autos, ein Frieden, Ozeane, Musik, ein Hundepräsident oder Sauerstoff. Oh, ich finde da,
Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, was da die Wahrheit sein soll. Ich glaube, jetzt, wo ich es gesagt habe, ich glaube, Hundepräsident ist die Wahrheit. Echt? Ich weiß es nicht. Jawohl. Danke, Max. Du hast meine Schwarzen ausgewählt. Ich kriege auch Punkte. Ich glaube, am Ende wird es Hundepräsident sein. Trumpsticks und Lucario haben Hekepitos Interest in Our Music ausgewählt. 1000 Punkte für Heke. Sauerstoff wird von Stielau ausgewählt. War wieder eine Lüge von denen. Stielau, was machst du denn? Wieso? Auto wurde ausgewählt von mir. Und das war Stielaus Lüge. Du kriegst wieder 500 Punkte. So einfach geht's. Musik ausgewählt von Heke. War Lucarios Lüge. Der hat es aber von denen aussuchen lassen, deswegen nur 250 Punkte. Ozean. Es war Thunfisch. Was? Was für eine Antwort ist das denn? Eigentlich ist es immer das, was man nicht glaubt. Thunfisch. Das ist unschön. Ich weiß nicht, ob du nochmal nachjoinen kannst. Heke sucht sich jetzt die nächste Ding aus. Okay, here's the question. In March of 2015, Canada's central bank sent out an email requesting that people stop drawing pictures of blank on five im März 2015 hat das kanadische Zentralbank eine E-Mail rausgehört, in der sie darum bittet, dass Leute aufhören sollen, auf ihre 5-Dollar-Noten zu malen. Ich glaube, das wird so offensichtlich sein. Was hier die meisten auswählen werden. So, Spock, Mittelfingers, 100 Dollar. Penisse, Penis, a Penis. Maples, Donald Trump oder Religious Symbols. Wow. Ich glaube, ich habe es in ihre Lüge genommen. So. 100 Dollar wurde ausgewählt von Drecki, Lucario und Max. Das war Stielaus-Lüge. Stielau holt sich ja Punkte. Endlich. Schön, dass du wieder mitspielen kannst. Yokai hat Donald Trump ausgewählt, das war Dreckis Lüge, 500 Punkte für ihn. Ich habe Maples ausgewählt, genauso wie Stielau. Das war Trumpsticks Lüge. Falsch geschrieben. Religiöse Symbole wurden ausgewählt von Heke und von Trumpsticks, das war Lucarios Lüge. Irgendwas mit Penis. Und das war Spock. So, wieder da. Hallo Tonic und willkommen zurück, Toni. Der Tonic ist nicht da und einen schönen Gruß vom Tonic soll ich ausrichten. Doch, der Tonic ist im Chat. Achso, Toni zwingt mich dazu, hier zu sein. Nein, ich habe nur den Pop-Up geschickt, mehr nicht. So, schlechte Punkte, ich spiele fast wie Toni. Danke. Bitteschön. Immer wieder nett. Ich weiß. Disappears after round two. Select the category. Drumsticks Experiment. Okay, here's the question. As part of an experiment funded by NASA, Andrew Einstein Panic. Blank. Enter your lies now. Kann mich ja nie hören, der Sack. Oh, das freut mich, dass der Stream nach 11 Stunden Busfahrt erholend ist für dich. Als Part eines Experimentes hat die NASA... Ich bin funded bei NASA. Andrew Iwaniki wurde dafür bezahlt,
18.000 Dollar dafür bezahlt, dass er 70 Tage worin war. Wo warst du denn, Hase, Freund Hase? Dass du 11 Stunden Bus fahren musstest? Entweder in Kanada, Rocket, ein Hundehaus, einer Toilette, USA, im Bett, im Weltraum, im Museum oder in einem neuen Raumumzug. Das passt gerade so gut auf meine Frage. Ja. Er war in Kanada. Aber 11 Stunden Busfahrt ist dann gut von Kanada hierher. Im Weltraum mit dem Bus. Ich glaube, ich habe das Falsche ausgewählt. In Kaiserslautern, das ist 11 Stunden Busfahrt. Lucario kriegt 1000 Punkte, weil Drecki seine Lüge genommen hat. Kommt halt darauf an, wo er wohnt. Ah, im Stau, wow. Heke, du hast Yokais Museum ausgewählt. Ja, aber... Danke, Stielau, du hast meine Toilette gewählt. Immer gerne. Kanada wurde von Lucario gewählt. Und das war Max Lüge. Ach, das musste doch falsch sein. Hundehaus, ich glaube, das ist richtig. Nein, das war Trumpsticks Lüge, wurde von Max ausgewählt. Wow. Ah, ich krieg keine Punkte. Drumsticks, Yokai und ich haben Bett ausgewählt. Das war die Wahrheit! Jawohl! Mach dir nichts draus, ich krieg auch keine Punkte. Ja, aber ich hatte jemand was Passendes dazu geschrieben. Jawohl, Punkte für mich. Guck mal jetzt. Boom! Zack! Hochgesprungen auf Platz 3, Leute. So sieht's besser aus. Wer ist letzter? Max. Zum Glück. Heke ist vorletzter. Yokai wählt jetzt Thema aus. Griechenland. In 2015, researchers from the University of Pittsburgh concluded that oddly enough, people of ancient Greece were afraid of blank. 2015 haben Forscher der Universität von Pittsburgh geschlussfolgert, dass seltsamerweise die Leute aus dem antiken Griechenland Angst hatten vor. Oh, mal Griechenland. Ah, schade. Das hätte ich mehr Jungfrauen gesagt. Passt aber nie zu Griechenland, zum Antiken. Du kannst, wenn du willst, die nächste Swap Hall öffnen, Toni. Ja, hab ich mir schon überlegt. Oh, verdammt. So, sie hatten Angst vor Zombies, vor Clowns, vor Oliven, vor der See, vor sich selbst, vor der Sonne, vor der Demokratie, vor Frauen oder vor Milch. Frage ist, was mache ich alles rein? Alles, was wir gespielt haben bisher. Schwierig. Oliven wurde ausgewählt von Max. Das war eine Lüge von Stielau. 1000 Punkte für dich, Stielau. Ja, Griechen sind die besten Oliven produzieren. Drecki hat Woman ausgewählt. Das war eine Lüge von Max. 1000 Punkte für Max. Wie hieß das hier in dem Spiel? Dwarfful? Ja. Mit einem L oder Doppel? Jawohl. Danke, Stielau. Bye. Danke, Trumpsticks. Danke, Yokai. Meine Lüge mit Demokratie. Das Glück, dass ich viel Strategie gespielt habe. Aber die See wurde ausgewählt von Heke, von Lucario und von mir. Das war Trumpsticks Lüge. Nicht schlecht, Trumpstick. Und jetzt was Milch. Es war Zombies. Leute. Ich dachte mir, das wird zu blöd. Ja, die Griechenland haben Angst vor Zombies. Wow. Sensationell. Sensationell. Ja, das ist schon gut. Dass man da schon an Zombies dachte. Drecki sucht aus. Ey, das ist doch Fibbage, was wir spielen, und die Quibble. Wir spielen gerade Fibbage, ja. Ja, jawohl. Steht. Ich hätte auch Bier ausgewählt. A bar in Maple Grove, Minnesota was busted for illegally selling Spotted Cow beer. The reason Spotted Cow is illegal is because it's black. Eine Bar in Maple Grove in Minnesota
wurde dafür angezeigt oder so, wurde aufgeschmissen, weil sie illegalerweise Spotted Cow Bier verkauft haben. Der Grund, dass Spotted Cow illegal ist, ist... Oh, scheiße. Upsala, ich hab den Titel nie eingegeben. Nee, du hast Paul gemacht, stimmt schon. Ja, aber ich hab den Titel nie eingegeben. Da steht Toss drinne. Ja, gut. Toni kriegt das nicht gebacken. Ups. Also, entweder Only for Children, Made in Cuba, Only Allowed in Wisconsin, Hindi, Contains Dark Spots, Toxic, is owned by Vladimir Putin, is made out of blood, is made from ham. Also, wenn einer von euch die Lüge rausgehauen hat, war sie super. Die ich gewählt habe. Wie kann man die Lüge schließen? Ich glaube, du musst eine neue einfach nur machen. Okay. Also, weil sie schwarze Dinge enthält, wurde Yokai gewählt. Das war Trumpsticks Lüge. 1000 Punkte für Trumpstick. Lucario hat Dreckis Lüge genommen, 500 Punkte für Drecki, weil er die Lüge von denen hat auswählen lassen. Stieler und Hicke glauben, wurde aus Blut gemacht. Das war Max seine Lüge, 1000 mal 2. Oh, ich bin sowas von letzter. Ja, nicht nur du. Drumstick gibt Lucario 500 Punkte. Meins wird nicht genommen. Stieler aus Lüge kriegt 2000 Punkte. Zwei Leute, nicht schlecht. Ich habe meine Punkte wieder verdoppelt. Jawohl, ich habe die Wahrheit rausgefunden. 2000 Punkte für mich, weil es ist nur in Wisconsin erlaubt. Ich dachte mir, wer sowas macht, der hat die Lüge verdient. Musste man mal sagen hier. Die war echt gut. Aber immerhin, ich habe mich retten können, nachdem ich schon so schlecht geschrieben habe, weil Hindi war eine Scheißlüge. Hindi, soll das der Hinduismus sein? Radio? Was ist mit Radio, Tonic? Was möchte der Tonic mir sagen? Der neue Radiosender, Radio Krian. Auf 105.9. Also laut eBay ist das am meisten verkaufte eBay-Item in New Jersey. Was ist es? Luft. Okay. Lange geht ab. Cake, Show in Souls, A Picture, Cologne, Barbie, WLAN Wire, Wooden Dildos, Old Books oder Old CDs von Jerry Lewis. Lange, wenn du Zeit hast, kannst du einen Remix draus machen. Mit dem Text. Wow, spannend. Einer hat nichts ausgewählt. So, letzte Runde, die entscheidende. Cake, der Kuchen wurde von Yokai gewählt. Das war Dreckis Lüge, 1500 Punkte für Drecki. Danke Stielau, danke Hege, meine alten CDs von Jerry Lewis. Scheiße. Nix Scheiße, ich geb dir gleich Scheiße. Wieso wählen wir immer das gleiche aus? Wer ist Jerry Lewis? Keine Ahnung. Ist ein jüdischer Komiker. Französischer. Drumsticks, gern geschehen für die 1500 Punkte. Drecki und Lucario geben 3000 Punkte an Yokai. Schön. Max sagt die hölzernen Dildos. Das war Hekes Lüge. 1500 Punkte für Heke. Ich glaub, das tut mich trotzdem nicht von. Trotzdem letztlich, glaube ich. Es war Cologne. Oh. Mich hast du geholt. So,
Endstand. Oh, Schwammstick, das wird knapp, mein Freund. Lucario, Heke, Max, Drecki, Stielau, Yokai, Schwammstick, Sieg! Hast du gerade gesagt, ich bin Dritter? Wenn ich dich jetzt drittletztes gesagt habe, ja. Okay, wie? Die meisten Likes gab es für Drumsticks und für Drecki.